Peggy 18. USK 18. Bisschen weit weg, ne? Und die UV-Taschenlampe, das. Obwohl die Fackeln sind gut. Ach ne, wir gehen schlafen. Was soll man so einen Stress machen? Was sollen wir uns jetzt so unnötigen Stress machen? Alter, Schlafzimmer ist, glaube ich, da. Was? Das Schlafzimmer ist hier. Jetzt holen wir unsere Bezahlung ab. Wir haben noch keine Waffen und das ärgert mich ein bisschen. Ja. Das brecht ihr mir auch nicht so schnell ab. Ah, das sieht schon besser aus. Ein Cricket-Schläger, nee, ist klar. Ey, komm, vergiss es. So. Den Haken hätte ich schon mal jetzt gerne. Der ist so genial. Ach, jetzt muss ich hier wieder außen rumlaufen. Der Haken, der fehlt mir eigentlich nicht. Kriegen wir erst in der Stadt, ne? Den Haken kriegen wir erst in der Stadt. Du hast das, oder? Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Ja, das war ich. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Raiz. Um Antizin zu holen? Genau das. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Zara und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Ich komme hin, so schnell ich kann. Ah, ich wusste das. Ich wusste... Zu dir, helf mir, schicke die Engel und vernichte die Zombies oder so ähnlich. Ach ja. Strom drin, oder? Ja.
Alter Schwede, gibt's denn das? Wieso komme ich denn da nicht hoch? Ach, leck mich doch. Jetzt bin ich hier an der Mauer. Das ist die Grenze. Toll. Ich laufe genau an der Grenze lang. Super. Super gemacht, Frank. Wo rennen die denn so schnell hin? Für 9 Dollar. Für eine Handvoll Dollar. Was ist denn hier? Hey Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender an Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Jetzt muss ich zurück zu Rais und das Antizin holen. Böse Überraschung. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich 2 Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Geldeintreiber. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane?
Oder bist du jemandes Marionette? Deine ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Was haben wir denn da jetzt? Elektrasalz. Lernen Sie, wie man Elektrosalz. Ach, scheiß drauf. Reparaturkünstler werden Sie ein bisschen Reparatur. Nicht gebraucht. Was? Werden Sie ein besserer Reparateur beim Reparieren? Beim Reparieren. Ich wusste gar nicht, dass Reparieren groß geschrieben wird. Aber okay, einer Waffe wird oft der entsprechende Slot nicht gebraucht. Was tue ich reparieren? Hä? Okay. Ich bin zwar auch nicht jetzt hier der Deutschschreibkünstler, aber naja, gut. Welcher entsprechende Slot? Ach komm. Machen wir ja fertig. Ich weiß jetzt nicht, was. Wie sonst auch? Mann, wo finden die das alles nur? Das wächst doch nicht auf Bäumen, verdammt. Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Tja, muss ich wohl. Erstmal verkaufen wir was. Schwere Feuerwehraxt. 91, 79, 106 schwere BH-Axt. Die Klinge gefällt mir aber. Eine kaufen? Nö, ich kauf nichts. Also sowas hier. Weiß nicht, wer du bist, und es ist mir auch scheißegal. Geh mir aus den Augen. Du willst dich uns anschließen? Im Leben nicht. Ich bin nicht überrascht, dass Raiz sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach einen Abgang machen. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben.